Wo war man denn? Ah ja, Mission 5. Die Orks wurden zurückgeschlagen und ihr Warboss wurde besiegt. Aber dieser Krieg ist bei Weitem noch nicht zu Ende. Die Orks bedrohen immer noch mehrere bevölkerungsreiche Gebiete und sind immer noch stark genug, um die imperiale Armee auf diesem Planeten zu überrennen. Wir haben etwas Zeit gewonnen. Mehr nicht. Aber dies ist nicht mehr meine Hauptsorge. Unsere Scouts haben Beweise dafür gefunden, dass die Mächte des Chaos, der große Feind, sich möglicherweise auf diesem Planeten befindet. Wir müssen diesen Feind bekämpfen, wo auch immer er sich aufhält. Sollte auch nur eine winzig kleine Chance bestehen, dass sie hier sind, müssen wir sie suchen und vernichten. Inquisitor Toth forderte von uns, dass wir den Planeten verlassen. Ich habe mir zwar seine Argumente angehört, aber trotz seiner mächtigen Position, die ihm viele Freiheiten erlaubt, gehört das Kommandieren einer Kompanie Space Marines nicht dazu. Ich muss gestehen, dass ich seine Anwesenheit so kurz nach den Ereignissen auf meiner Heimatwelt Cyrene unwillkommen finde. Inquisitoren vermitteln einem immer ein schlechtes Gewissen. Und das kann ich im Moment nicht gebrauchen. Ja, also das war's. Ja, gut. Dann schauen wir uns mal an. Ja, die Orks haben sich schon ganz schön ausgebreitet. Pilzbefall auf dem Planeten. So, los geht's. Dieser Warpsturm könnte uns einen Monat oder eine Ewigkeit hier festhalten. Wir können nicht riskieren, hier zu bleiben. Wir müssen Tartarus evakuieren, bevor er in 3 Tagen hier ankommt. Die imperiale Armee und die Heilige Flotte können sich mit der Evakuierung befassen. Die Blood Ravens haben dringendere Aufgaben zu erledigen. Und die wären? Ich glaube, dass sich Agenten des Chaos hier ausgebreitet haben. Ich spüre nichts dergleichen. Selbst wenn es eine Präsenz des Chaos auf Tartarus gäbe, wäre es besser, sie hier mit den Orks zu lassen, als unsere Leute zu opfern. Wir könnten uns kein schlimmeres Schicksal für unsere Feinde wünschen, als dass sie... ...zusammen gefangen wären. Wir müssen von hier weg. Sofort. Diese Entscheidung liegt allein bei meinen Brüdern und mir. Wir werden diese 3 Tage nutzen, um unsere Angelegenheiten zu klären und unsere Neugier zu befriedigen. Währenddessen könnt ihr unsere Transporter für die Evakuierung einsetzen. Oberst Brom, der Captain und ich haben etwas zu besprechen. Wenn ihr uns bitte allein lassen würdet. Aber dies geht mich genauso. Vergebt mir, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Ich sagte bitte, als ich eigentlich jetzt meinte. Ich denke, dass es ihn sehr wohl etwas angeht. Ihr solltet ihn mit mehr Respekt behandeln. Captain, ihr habt doch auf eurer Heimatwelt Cyrene eine weit verbreitete Ketzerei aufgedeckt. Das hat nichts mit den Ereignissen hier auf Tartarus zu tun. Ich denke doch. Ihr habt die Inquisition ersucht, einen Exterminatus auszuführen. Das Ende der gesamten Bevölkerung des Planeten, was wir... Ich sehe immer noch nicht... Captain, ich zweifle nicht an eurer Loyalität. Aber ich frage mich, ob eure Aktionen auf Cyrene nicht eure Urteilskraft beeinträchtigt haben. Vielleicht waren die Worte falsch gewählt. Ich befürchte nur, dass ihr Chaos seht, wo keines ist. Ich frage das als ein loyaler Untergebener des Imperators. Ihr dient in erster Linie dem Imperium vor eurer eigenen Agenda. Captain, der Inquisitor hat kein Recht, so mit euch zu sprechen. Aber vielleicht stimmt, was er sagt. Der kommende Sturm wird unsere Feinde hier gefangen halten, wo sie sich gegenseitig auslöschen können. Und was ist, wenn die Truppen des Chaos das System verlassen, ehe der Sturm eintrifft? Nein, der Sturm dient uns nicht als Vorwand, um uns vor unserer Pflicht zu drücken.
Sie sind aus einem bestimmten Grund hier. Und wir werden herausfinden, warum. Wir stehen dir zur Seite, Bruder. Wie immer. Die Chimpanzee, die Menschen kommen in voller Stärke. Ihre schweren Schritte sollten zu hören sein, bevor man sie sieht. Aber zuerst wird man ihren Gestank riechen. Ah ja. Und das sind die Elder. Das Orbitalkommando sagt, dass der Truppentransporter hier in der Nähe gelandet ist. Es gibt da einen Weg, Captain, der erst vor kurzem angelegt wurde. Angelegt von Orks? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Ork so eine saubere Arbeit geleistet hat. Wenn es nicht die Orks waren, muss es sich um die Mächte des Chaos handeln. Yep. Es sind unsere allerliebsten. Wir werden diesem Weg folgen und die Wahrheit herausfinden. So, dann darf man diese Mission auch Elfenschlacht. Das heilige Artefakt ist nun für uns verfügbar. Bauen Sie es, damit wir Zugang zu mächtigen Fähigkeiten erhalten. Bauen wir erstmal hier drei davon. Haben wir nichts sehen. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Wie kann ich euch helfen? Wie lautet der Befehl? Tja, hinten. Ach nee, das ist nur. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Zu mir, Brüder! Ja, Truppe. Was ist das? Ja, gut, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber. Scheiß drauf. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Scouts hier. So, ein Scout. Huldigt dem Imperator. Von dem her aus. Für Terra. Bestätigt. Space Marines einsatzbereit. Ah ja. Ja? Keiner wird uns aufhalten. Kann ich schon schnell schießen? Wissen ist Macht. Behütet es gut. Weg. Mit meinen Brüdern. Führt uns zum Feind. Durch Disziplin werden wir obsiegen. Ja. Ja, geht dann hinterher. Ja. Wie kann ich euch helfen? Was ist die Anforderungsgruppe? Ja gut, das war's. Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Steuerung. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Zwei. Der Imperator wacht über uns. Glaube und Ehre. Für die Ehre des Ordens. Mir nach. Verstanden. Ich diene der Menschheit. Ziel erfasst. So. Die ganzen Leichen. Scouts erwarten Anweisungen. Allzeit bereit. Was soll ich tun? Bestätigt. Ups. Bestätigt. Scouts hier. Egal. So. Ja. Wir wollen hier das Spiel. Achso. Ja, gut. Jawohl, eure Herrlichkeit. Alles. Kann ich vorne spielen. So. Noch mehr schwere Waffen. Wie kann ich euch helfen? Den von den Hyopais nehmen wir hier. Ich werde gehorchen. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Ich werde nicht versagen. Das machen. Ich werde nicht versagen. Gehen wir weiter mal weiter. So. Scheiße, ob man Geld hat. Solange die Feinde des Imperators arbeiten, kann es keinen Frieden geben. Jawohl, eure Herrlichkeit. Wie ihr wünscht. Ja. Scouts hier. Auf Patrouille.
Huldigt dem Imperator. Mir nach, zum Ruhme des Imperators. Nur ganz. Orks, Angriff! Folgt mir in den Kampf. Ja, komm, schießt einfach zusammen. Moment. Sie greifen nicht an. Sie fliehen. Wovor könnte ein Ork Angst haben? Gute Frage. Wie kann ich euch helfen? Drei. Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Scouts auf Position. Infiltriere feindliches Territorium. Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden geben. Bestätigt. Kommen wir ganz langsam vorwärts. Für den Imperator. Falls da irgendwas kommt. Mir nach. Irgendetwas stimmt hier nicht. Diese gefallenen Orks sehen nicht so aus, als ob sie vom Imperium niedergestreckt wurden. Zum Ruhme des Imperators. Wir sollten vorsichtig Glaube sein. Und Ehre. Ja. Ja. Schon mal dahin. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Verstanden. Elder, vielleicht haben wir uns mit der Präsenz der Mächte des Chaos auf diesem Planeten geirrt. Ob Elder oder Chaos, ich werde meine Antworten bekommen. Weiter! Verteidige das Ziel! Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden geben. Das Ding huldigt dem Imperator. Haltet euch vor dem Alien. Dem Mutanten, dem Ketzer. Space Marines, vorwärts! Gut, rechts. Hütet euch vor dem Alien, dem Mutanten, dem Ketzer. So, jetzt kann ich den Job aufzurüsten. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Huldigt dem Imperator. Wir kennen keine Furcht. Ja. Zug. Der Feind greift an! Also muss ich die Scheißdinger doch sichern. Hütet euch vor dem Alien, dem Mutanten, dem Ketzer. Greift an! Das ist ja mal scheiße. Keine Lust, hier Türme zu bauen, groß. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Aber müssen wir mal hier wohl. Baulinie 721 eingeleitet. Hinsetzen. In angemessener Eile. So. Wie ihr befehlt. Position gesichert. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Verstanden. So, jetzt haben wir das. Jawohl, eure Herrlichkeit. Ach, jetzt reicht wieder Knete nicht. Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Scouts auf Position. Wir werden vorrücken und jede feindliche Position markieren. Marines brauchen wir erstmal zur Verteidigung. Ich spüre Gefahr. Wir werden sie aufspüren. Schön, dass du Gefahr spürst. Beginne Erkundung. Allzeit bereit. So. Die Scouts kommen. So, ja. Gehen in Position. Nehme Schaden! Gebt Acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Das Ding muss ich sichern. Jawohl, eure Herrlichkeit. Ach, Moment mal. Wir können ja, glaube ich, jetzt zumindest einmal forschen.
Jawohl, eure Herrlichkeit. Können wir zumindest Geld hin. Machen wir erstmal Maschinenkult, der ist groß. Wie ihr wünscht. Ja, 250, das dauert. Scouts auf Position. Allzeit bereit. Die Scouts kommen. Ich spüre Gefahr. Schicken wir mal ganz wir werden sie langsam aufspüren. Den Bursch. Oh ja, schick mal schön den Hüt entgegen. Ja, wie ihr verlangt. Wenn der fertig ist, setzt er erstmal noch. Bauroutine 721 eingeleitet. Und dann. Ich werde gehorchen. Huldigt dem Imperator. Ist noch nicht so geplant. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ja, jetzt habe ich wieder kein Geld. Bauroutine 721 eingeleitet. Das. Scouts bereit. So, schauen wir mal, ob wir was finden. Die Scouts kommen. Auf Patrouille. Bis gleich. Die Scouts kommen. Gehen in Position. Wir werden vorrücken und jede feindliche Position markieren. Ah ja. Da haben sie ein Warp-Portal. Beginne Erkundung. Auf Patrouille. Gehen in Position. Die Scouts kommen. Gehen in Position. Ich muss irgendwas draufstellen. So. Ja. Du bist das. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Das. Achso, der hat ein schönes Sorgen. So. Raketenwerfer. Scouts hier. Suche Informationen. Auf Patrouille. Beginne Infiltration. Ich spüre Gefahr. Wir werden sie aufspüren. Apothekarii sind bereit, um unseren Verwundeten zu helfen. Rekrutieren Sie sie im heiligen Artefakt. Sanitäter, das hört sich doch geil an. Versuchen wir mal mehr Strom. Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Ihr seid nun bereit, meine Brüder. Den schmeißen wir raus. Die stellen wir wieder an die Basis. Huldigt dem Imperator. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Wir sind vereint unter seinem Banner. Irgendwie ihren Blödsinn. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Ja, genau. Das ist Ungläubige. So. Waffen. Scouts auf Position. Schwer unter schwerem Beschuss. Ui, das war jetzt voll dämlich, aber. So, jetzt. Ich kann das rausnehmen. Geht davon. Apothekarius bereit. Apothekarius bereit. Wenn er auch noch nicht. Infiltrieren.
das Schlachtfeld wartet. Wer benötigt meine Hilfe? Wir sind die Auserwählten des Imperators. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. So. Wer benötigt meine Hilfe? Verstanden. Verstanden. So. Fürchtet unseren Zorn. Ja, eine Artillerie brauchen wir mal. Er hat sich im letzten, gegen die Orks im letzten Ding so schön bewährt. Ja. Bauroutine 721 eingeleitet. Ah ja. Das übliche. Wichtigste. Jawohl, eure Herrlichkeit. Wichtigsten am Geld mangelt es natürlich. Wie kann ich dienen? So, speziell noch. Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Vertrauen mir. Ein einfaches Ziel. Das Schlachtfeld wartet. So, und während die hier unten Aufstellung beziehen, gehe ich mal kurz schiffen. So. Das ist. Genau. Was ist Ihr Befehl? Ich folge Ihren Befehl. So blöd, wie die da oben stehen, schießen auch garantiert runter. Wie ihr wollt. Nähern uns dem Ziel. Was ist Ihr Begehr? Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Ich folge Ihren Befehlen. Rohrwind, Artilleriepanzer hier. Schwarze Kain da. Rückzug. Wir benötigen Rhino-Transportpanzer. Mit ihnen kommen wir unversehrt durch und können die schwarzen Kain da angreifen. Brauchen wir die wirklich? Rhino-Transportpanzer sind nun verfügbar. Bauen Sie sie im Maschinenkult. Ja, gut. Bauen wir halt mal hin. Kommen wir vielleicht besser durch. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ja, was ist das? Ja, kurz hin. Apothekarius bereit. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Bei ewig Sport haben wir was ganz anderes. Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Ein Reiter hochzuschießen. Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Okay, das bringt nichts. Wie kann ich dienen? Das war wohl nichts.
Ein Hellfire. So. Apothekarius bereit. Rhino hier. Nimm Zuflucht in unserem Fahrzeug. Space Marines einsatzbereit. Ich bin schön zu blöd angestellt, um diese scheiß Karre zu stehen. Rhino bereit. Was kann der jetzt immer nur ihn transportieren? Das wäre ja mal blöd. Wir liefern noch während der Schlacht. Wo sind Artilleriepanzer hier? Space Marines einsatzbereit. Das kann ein einfaches Ziel. Den erklären noch hinterher. Wir werden beschossen! Werde getroffen! Rhino hier! Und dann fahren wir zurück und holen wir die anderen Idioten. Apothekarius bereit. Das Schlachtfeld hat sich entdecken. Oh, mal das hier nicht töten. Wie kann ich enden? Rhino bereit. Wir liefern noch während der Schlacht. Nachschub. Apothekarius bereit. Zurückfallen lassen! Space Marines! Immer aufmerksam! Gib mir Befehl! Ja. Das Schlachtfeld wartet! Ah ja, die Truppe hat es ausgenockt. Der Glaube ist unser Schild. Ja, egal. Wir haben ja genug Nachschub. Ketzerei! Entspringt aus dem schweren Beschuss! Wir liefern noch während der Schlacht. So. Ich bin bereit zu lieben. Ich vernichte die, die sich mir entgegenstellen. Ich schieße mir mal auf die Linie. Das klingt schon cleverer. Immer aufmerksam. Was sagt ihr? Führt uns zum Feind. Verstanden. Dann machen wir statt 2, 3 Dinger draus. Verstanden. Und von der Infanterie gerüstet. Befehle erhalten, Bruder. Gehen von dort. Das Schlachtfeld wartet. Bringt dich zu den Verwundeten. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Zurückfallen lassen. Oh, hier einfach schnell durchrennen. Werde getroffen. Jetzt. Da haben wir die. Also, wo war das hier? Der Glaube ist unterschied. Zurückfallen lassen! Wie kann ich euch helfen? Ja. Das war... nicht wirklich auf. Aber was wir machen können... Statt dass wir hier so einen Blödsinn machen, wenn... Wir werden beschossen! Endlich wieder zurück im Kampf! Endlich wieder zurück im Kampf! Das fängt...
Ah ja, nur diese Scheiße. Das ist ja schön. Schafft ein Teil. Die Infanterie. Nö. Einmal ist mit. Das war noch ein Great. Apothekarius bereit! Space Marines Einsatzbereit! Ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Ich folge Ihren Befehlen. Space Marines Einsatzbereit. Das Gerät schwer genug, es geht's noch. Selbst nach dem Tod lebe ich noch. Wir stehen zur Verfügung. Ich bin erwacht. Space Marines Einsatzbereit. Verstanden. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Der Feind greift an! Oh ja, den ihn beschädigt, den Kremmer als auf den Ärmer. Endlich wieder zurück im Kampf. Schießt den Rest zusammen. Bringt mich zur Schlacht. Auf dem Weg. Ich bin erwacht. Auf den Weg. Wir werden beschossen. Ich bin erwacht. Also, schön dort. Schädigt das Gleif von Frank. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Boah. So. Auf dem Weg. Der ist Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Ich bin erwacht. So, Achso, nee. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Das ist bereit zu dienen. Eins. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Zu und dann fangen wir an. Wer benötigt meine Hilfe? Endlich wieder zurück im Kampf. Also, da hat schon, die haben schon Waffen. So viele Raketenwerfer brauchen wir scheinbar nicht. So. Bringt mich zu den Verwundeten. Der Glaube besteht ewig. Ich folge Ihren Befehlen. Ja. Ich bin bereit zu dienen. Nehme Schaden! Selbst nach dem Tode diene ich noch. Langs. Der Glaube besteht. Weil es so schön war. Jetzt ist schon mal da. Meine Brüder. Endlich wieder zurück im Kampf. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Eins. Geht Werfer drauf. So, die haben alles. Ja, die haben ihre Apotheker dabei. Kontrollpunkt identifiziert. Die erklären noch das ein. Wie kann ich euch helfen? Haben wir hier so wunderbar. Wie? Erstmal das. Und in aus der Position will näher an der Front.
Ich bin bereit zu dienen. So. Ich vernichte Befehl, die sich mir entgegenstellen. Das Schlachtfeld wartet. Ah ja. Verteidige ich folge ihren Befehlen. Ah ja, das haben wir eingenommen. Können wir jetzt ganz langsam. Ich folge ihren Befehlen. Nehme Schaden! Das haben wir nicht. Was für ein Klick ist schwedisch Infanterie? Selbst nach dem Tode diene ich noch. Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Da müsste ja hier fertig sein, genau. Kann ja gleich mal noch das einnehmen. So. Das Ding mal einnehmen. Gegner Geld. Das Geld entziehen, bevor man dann hier weiter. Oh ja, der ist verletzt. Wenn man weiter schickt. Für sich selbst zu leben. Schön, was hier so abgeht. Ich vernichte jene, die sich mir entgegenstellen. Wer unter schwerem Beschuss? Ich werde bald dort sein. Zu mir, meine Brüder. Henschies und Wurfsmann. Position gesichert. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Bringt mich zu den Verwundeten. Eingenommen jetzt. Auf ins Gefäß. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Kein Diener des Imperators soll fallen, wenn ich ihm helfen kann. Ich vermute, es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Das hängt ja alle an der Engstelle. Das ist ja ein Scheiß. Endlich wieder zurück im Kampf. Wie kann ich dienen? Gebt mir Befehle. Selbst nach dem Tod diene ich noch.
zu mir, meine Brüder. Ich werde die Ungläubigen vernichten. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Der Glaube besteht ewig. Ich bin bereit zu dienen. Ja, genau. Zu mir, meine Brüder. Er will mit dem fetten Arsch einen Weg blockieren. Ich bin bereit zu dienen. Bringt mich zu dir, Verwundung. Bauprotokoll eingeleitet. Komm mal hinterher. So. Der Feind greift an! Vernichten oder halten, ich kann alles. Ich folge Ihrem Befehl. Los, dürre Wege. Bleib doch wieder mit ihrem Fett noch wieder mit ihrem Arsch hier hängen. Ich folge Ihrem Befehl. So. Ich folge Ihrem Befehl. Kein Diener des Imperators und allen, wenn ich wenigstens helfen wissen wir, dass die Orks und Eldar keine Verbündeten sind. Falls ein Gegner den anderen angreift, heißt es nicht, dass sie keine Verbündeten sind, sondern nur, dass sie ihren Mangel an Ehre ausleben. Und solche Wesen verdienen den Tod. Klasse, jetzt bin ich hier im Kutzboden. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Zum Sammelpunkt! Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Ziele. Jetzt nach dem Tod. Das war das. Der Glaube ist unser Schild. So, die rennen eh hinterher. Zu Sieg und Ruhm! Der Glaube besteht ewig. Space Marines einsatzbereit. Ist das schön nach vorne vorlegen. Der Feind greift an! Der Glaube ist unser Schild. Space Marines einsatzbereit. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Space Marines einsatzbereit. Uns zum Feind. Nehme Schaden. Der Glaube ist unser Schild. Ich bin erwartet. Erwarte Befehle. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Der Glaube ist unser Schild. Der Glaube ist unser Schild. Ja. Eingenommen. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Wir werden die Feinde des Imperiums vernichten. Böde.
Wie kann ich euch helfen? Ich bin Bauroutine 721 eingeleitet. Acht auf Puckel. Nein, sehr schön. Sehr schön. Gut. Schon nur ein Limit 5 hier. Ja, Apothekarius bereit. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Kontrollpunkt identifiziert. Apothekarius bereit. Übernehmen. Das. Apothekarius bereit. Ich bin erwacht. Das hier Nummer 2. Ich bin bereit zu dienen. Ich bin das Werkzeug seines Willens. So bin ich da gut. Man soll die Gefallenen immer als die Besten des Imperators in Erinnerung behalten. Wer benötigt meine Hilfe? Ja, dorthin gesetzt. Das Schlachtfeld wartet. Ja. Wer benötigt meine Hilfe? Apothekarius bereit. Heini. Dahin. Wer benötigt meine Hilfe? Ah ne, start schön. Das hier wird doch irgendjemand mit seinem Arsch feststecken. Jetzt wollen wir noch auf Marschub und dann marschieren wir wieder los. Und nach der Mission denke ich war Schluss machen, weil ich schaue mir dann noch ein bisschen das Zeug zur Wahl an. Zur US-Wahl und dann. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Das ist das Shaggy 2. Das ist Gruppe 2. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Gebt mir Befehle. Der Glaube besteht ewig. Ich bin bereit zu dienen. Ich folge Ihren Befehlen. Bringt mich zu den Verwundeten. Am Marsch. Endlich wieder zurück im Kampf. Ja. Werde gestraft! Zum für sich selbst zu leben. Fürchtet unseren Zorn. Wie kann ich dienen? Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Befehle erhalten, Bruder. Ah ja, ich hab's mir immer schon mal. Zurückfallen lassen! Come on.
Besetzen wir eine zweite Basis in der Nähe dieses Ortes, sind wir in der besseren Position, um den Gegner anzugreifen. Wir müssen noch weg. Raus. Die Basis hier oben hört sich gut an. In angemessener Eile. Ach ja, jetzt braucht er erstmal wieder hier. Wobei, braucht er nicht. Ich baue gerade Mist. Bauroutine 721 eingeleitet. In angemessener Eile. Bereiche. Ich bin bereit zu dienen. Selbst davon. Selbst nach dem Tode. Hier einfach mal durch. Endlich wieder zu den Kraft. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Schießt die Einzahl auf die Tür, also zahlen. Ich hab so viele Truppen. Das? Selbst nach dem Tode diene ich noch. Ich bin das Werkzeug jetzt seines Willens. Angriffsformation einnehmen! Zerstürmen wir den Hügel. Ich vernichte dich durch das Werkzeug seines Willens. Das ist lächerlich. Ist sich mit Neid teleportieren. Befehle erhalten! Wir befehlen! Wir werden beschossen! Selbst nach dem Tode bin ich noch! Ich bin verfangen! Ich glaube nicht, ich bin! Für den Ruhm des Imperiums! Jawohl, eure Herrlichkeit. Jetzt bauen wir nämlich einfach das hier. Zurückfallen lassen! Maschinenkult hier. Bauroutine 721 eingeleitet. Erst danach. Vorwärts! Nein, nee. Bauroutine 721 eingeleitet. Das. Bauroutine 721 eingeleitet. Um hier. Zum Sammelpunkt! Bauroutine 721. Nö, wir stehen hier. Mit Tor. Hier, na gut. So. Aber geht's. Endlich wieder zurück im Kampf. Zerstören, eliminieren, vernichten. Oh, no, endlich wieder zurück im Kampf. Sonst passt das. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Endlich wieder zurück im Kampf. Zerstören, eliminieren, vernichten. So, Ziele finde ich in dem Fall. Finden Sie mit dem. Oh, ah! Genau. Der Imperator wacht über uns. Für den Imperator. Idioten hätte ich schon mal herrschen. Schicken müssen.
Endlich wieder zurück im Wichtigst Kampf. Alter, Truppe vergessen. Befehle erhalten, ja, Bruder. Besteht ewig. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Angriffsformation einnehmen. Ja. Der Glaube besteht ewig. Bringt mich zur Schlacht. Verstanden. Macht gar nicht, Mann. So, jetzt muss ich auf die Heinis machen. So eine Scheiße aber. Und zwar nicht mehr, aber was soll's? Schon's kann's nicht. Aber es ist Langeweile, sonst irgendwas, was man ausrüsten kann. Nope. Aber nicht mehr. So. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Also, die können schon. Ich im Zweifel mit einer Laserkanone ausrüsten. Fahrzeuge. Sehr niedlich. Lauf, Forest, lauf! Aber die Basis ist völlig vom Arsch. War ein nettes Nebenziel, aber völlig sinnfrei. Hat man das vorher gewusst? Okay. Lauf schneller. Schon noch eine Mission. 2048. Oh, ich versuch's dann noch mit einer weiteren. Kann ja nur schief gehen. Bei der Wahl in den USA weg abgeht, das läuft ja nicht weg. Das fahre ich ja. Kann ich ja auch noch in einer Stunde fahren oder so. Voilà. Das war so nicht geplant. Ah ja, gut, Idioten laufen. Bei die See hab ich also nur einen Zuschauer und es wäre wahrscheinlich ich selbst sein. Also der gute Inquisitor hat kein Chaos hier gespürt. Wie gut für das Imperium, dass es solche scharfsinnige Untergebene hat, denen nichts entgeht. Welche dunkle Macht haben die Eldar nur beschworen? Keine. Jedenfalls nicht hier. Die Diener des Chaos haben diesen armen Soldaten selbst geopfert. Zu welchem Zweck, Isador? Ich weiß nicht. Ich glaube, der Altar ist eine Markierung, ein Wegweiser, der irgendwo hinführt. Jemand hat einen Großteil der Texte verunstaltet. Ungeachtet dessen, was das Chaos hier gesucht hat, benötigt der Altar ein Blutopfer oder wahrscheinlicher ein Leben. Bruder Isador, du hast eine Stunde, um den Altar zu studieren. Zeichne alles auf und verbrenne ihn dann, bevor er uns alle mit seiner Unreinheit ansteckt. Aber Gabriel, hier gibt es viel zu lernen. Wir sollten nicht übereilt. Was lernen? Chaos lehrt nicht, sondern verdirbt und betrügt.
Es gibt hier nicht mehr zu lernen, als unseren weiteren Weg zu bestimmen. Diese Transporter wurden irgendwie beschädigt. Beginnt mit der Reparatur und beeilt euch. Nun, Bruder Isador, welchen Verrat hast du begangen? Hast du eure eigenen Fahrzeuge sabotiert? Sammelst du Artefakte ein, trotz der Befehle deines guten Captains? Gabriel versteht einfach nicht. Er begreift die Bedeutung dieses Fundes nicht. Aber ich tue es. Schweig, Ketzer. Habe ich erst gefunden, was du suchst, werde ich es gegen dich verwenden. Für den Ruhm des Imperators und meine Brüder. Du willst dich mit mir messen und deine Stärke und deinen Glauben unter Beweis stellen? Dann komm zu mir. Ich warte auf dich am Berg Korat. Keine Angst, Hexer. Ich werde da sein. Ach. Jawohl. Hexer manipulierte Verräter. Das sehe ich doch kommen. Ja. Ich mache jetzt noch die nächste Mission, aber ich muss erstmal das Video. Die Aufzeichnung vom Video beenden.